Man kann das Ganze noch viel simpler auf den Punkt bringen. Es ist zu Zwecken der Drittveränderungsbeschleunigungen die Austestung der größten Widerstandskraft, der Resilienz derjenigen, die trotz Konfrontation mit dem Entsetzlichsten, mit dem ausweglos endgültig organischen, organizistisch verderblichen Todessehnsuchtsschrei, dennoch nicht die Flinte ins Korn schmeißen, sondern nun erst recht das Werk weiterziehen wollen. Es wäre gar nicht anders möglich, sich vorzustellen, wie Leute auf Kriegsschauplätzen sonst das Ganze vergessen könnten, das ganze Gemetzel und Geschlachte. Ebenso wie in den innen verlegten Geschlechtungsfeldern das ganze Gemetzel. In Erinnerung an den ersten, nicht mehr zurückhallenden Entsetzensschrei des Auswurfs. Eigentlich müssten alle in Kriegsneurose verfallen und dann zu Freud kommen, um in diesem traumatischen Wiederholungszwang das Entsetzliche immerzu wieder holen, aber genau das geschieht ja. Genau das ist ja der Zweck, dieses Ansichtigmachen des Unerträglichsten und Unausdenklichsten im Dreingeben aller Substantialität seiner selbst und nicht nur Substantialität, sondern auch jenes eigenen subjektiven Erlebens und Erleibens, der Körper schließlich gewesen sein wird, ausschließlicherweise.